Lull. So. Da sind wir wieder. Wie der Streamtitel schon sagt, der Tag nach dem großen XXL-Stream. Ich bin immer noch im Arsch, gebe ich ganz ehrlich zu. Jetzt erstmal Country Streak. Heute machen wir ganz gemütlich. So, schön 4 Minuten. Ey, heute wird chillig. So, was haben wir? Das ist die Türkei. Bam. Nice. Das hier ist Südostasien. Ja. Ja, eindeutig. Aber welches Land? Moment, was haben wir hier? Kann man nicht lesen. Ach, guck mal, da sind große Schilder. Da wollen wir drauf gucken. Das ist Englisch. San Ramon Tinambac. CS. Oh, CS kann auch irgendein Bundesland sein. Vielleicht sind wir doch nicht in Südostasien. Vielleicht ist das Südamerika. Glaube ich aber nicht. Wenn das Südostasien ist und hier Sachen San Ramon heißen, sind wir wahrscheinlich auf den Philippinen. Weil das altes. Ah, da ist der Wadisch. Ich habe die Nachrichten gelesen, die du geschrieben hast. Als ich noch nicht on war und ja, das ging gestern. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie lange das ging, aber bis 7:30 Uhr, nee, bis 8 Uhr morgens oder länger. Das war krass. Aber ich wollte, für heute ist ja Stream angekündigt und ich bin zwar ein bisschen später da, aber ich wollte euch nicht ganz hängen lassen. Darum bin ich jetzt trotzdem da, aber heute wird es auf jeden Fall nicht so lang sein. Und heute ganz entspannt, denn ich bin echt fertig, ey. Das war echt eine krasse Nummer. So, als sie mit ihrem Multiplayer um die Ecke kam, war ich ja eigentlich schon bereit aufzuhören. Und das war ja schon irgendwie 12:30 Uhr oder so. Und dann bis 7:30 Uhr, ey. Aber es war krass und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, ob du ins VOD reingeguckt hast, aber da sind einige Sachen abgegangen. Ja. Und ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du überrascht warst. Und ich war auch sehr überrascht. Ich war. Na komm, tippen wir einfach mal. Ah, es war doch die Philippinen. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Ja. Ich glaube, niemand war überraschter als ich. Auch zwischendurch habe ich immer auf die Uhr geguckt, alle paar Stunden und gedacht, so, jetzt mache ich aber gleich Schluss. Jetzt versuche ich hier den Weg rauszufinden, quasi. Ah, es ging halt immer und immer weiter. Und später ging es dann in so eine Situation, die halt einfach nicht aufgehört hat. Asselborn. Okay, das klingt irgendwie deutsch, das ist französisch, vielleicht ist das Belgien. Und ja, ich gucke noch, ob der Lavakeller noch kommt. Dann erzähle ich mal ein bisschen von dem, was passiert ist. Ist auf jeden Fall eine Erzählung wert. Ja, ich meine, das VOD ist auch 13 Stunden lang. Und selbst wenn du die Sachen rauslässt, wo du noch dabei warst, das ist ja auch bestimmt noch mal 8 Stunden oder so, keine Ahnung. Oder 7, 6. Da erwarte ich von niemandem, dass er sich das anguckt. Das ist er. N12.
Oh, guck mal, hier gibt's Sachen mit N. Was ist das? Frankreich, na gut. Luxemburg, na ja, gut. Oh, ich bin immer noch ganz schön fertig, muss ich sagen. Ah, okay, dann erzähle ich mal. So wie ich Lavakeller kenne, hat er schon wieder viel vom VOD gesehen. Oh, das kriege ich das raus? Das ist. Zeit? Nice. Also ich habe in China gestartet, ja, im Norden. Und es lief ziemlich lange echt gut. So, ich habe um mich herum alles Mögliche erobert, besonders zum Norden raus, weil ich als Stamm da gegen den Krieg erklären konnte. Bin ziemlich groß geworden auch. Und ich konnte auch mit den anderen ziemlich gut mithalten, obwohl das ja auch für mich das erste Mal Multiplayer war in Crusader Kings. Und das allein war schon spannend genug. Ja, aufregend genug für mich. Aber ich habe da echt gut mitgehalten. Wir waren alle ungefähr gleich mächtig. Aber dann, und man muss sagen, ich habe den Charakter, den ich gespielt habe, der war so geil. Der war so cool. Und nichts von dem, was ich gleich erzählen werde, wäre passiert, wenn der nicht relativ früh gestorben wäre. Also ich war halt super mächtig. Der mächtigste Vasall vom chinesischen Kaiser. Und wollte dann irgendwann, und das war auch, guck mal, Uganda. Wo ist denn nochmal Uganda? Ich weiß auch, wo Uganda ist. Das ist doch hier irgendwo da. Jo, und ich wollte, es war auch RP, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Wert auf RP gelegt als meine Mitspieler, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke. Aber ich habe dann halt versucht, einen Anspruch auf den Thron vom Kaiser zu kriegen. Und es ist fehlgeschlagen. Viermal. Viermal ist es im letzten Moment fehlgeschlagen, dass ich den Anspruch auf den Thron kriege. Und in der Zwischenzeit ist mein super geiler, krasser Charakter, mit dem ich den Thron locker geschnappt hätte und den auch gehalten hätte, gestorben. Dann kam sein Sohn an die Macht, der wesentlich schlechter war als er. Und mit dem habe ich halt auch weiterhin versucht, den Anspruch zu kriegen. Hat immer wieder nicht funktioniert. Dann ist er gestorben und sein Sohn war nochmal schlechter. Nee, es war anders. Der schlechtere Sohn hat es ein paar Mal noch versucht, dreimal glaube ich, den Anspruch zu kriegen, hat nicht geklappt. Und beim letzten Mal hat es dann funktioniert. Und eine oder 2 Minuten, nachdem ich den Krieg erklärt habe, dem Kaiser, ist der Typ weggestorben. Und sein noch schlechterer Sohn übernimmt. Und ich habe plötzlich noch die Hälfte der Armee. Meine Vasallen mögen mich alle nicht und ich bin plötzlich im Krieg mit dem Kaiser von China. Und dann wurde es wild. Dann wurde es richtig, richtig wild. So, hier nächste Runde. Das ist, ja gut, Frankreich, Belgien. Ah, hier sind Palmen. Das ist weder Frankreich noch Belgien, das ist hier irgendeine Koloniegeschichte oder was. Oder ganz Südfrankreich, das kann auch sein. Gucken wir mal ein bisschen. Dann erzähle ich die Geschichte, die chinesische Geschichte weiter. Nee, ist das vielleicht Afrika? Wo sind wir hier? Das ist ja. Ui, das ist eine interessante Geschichte hier. Also wir sprechen Französisch. Es ist tropisch. Ja, das stimmt. Ich habe mir die Statistiken auch heute angesehen, als ich noch todesmüde im Bett lag nach dem Aufwachen.
Und das ist, glaube ich, wirklich der erfolgreichste Stream gewesen, den ich hatte, nach halt dem EdoP-Raid. Das war ziemlich krass. Und sogar bis ganz zum Schluss, also bis quasi 8 Uhr morgens, waren immer, na, zum Schluss waren gleich nur noch 5 Zuschauer da, aber die meiste Zeit über waren 8 oder 9 Zuschauer am Start. Was krass war. Von denen hat leider kein einziger im Chat geschrieben. Aber das waren verdammt viele Zuschauer für mich, die da zugucken wollten. Und sogar, als ich da am Ende einfach diese komplette, einfach der siebte Kreis der Hölle geöffnet hat, da waren immer auch erstaunlich viele da. Und hier der eine von den Mod-Entwicklern hat ja auch mitgespielt. Und ich hatte sogar mehr Zuschauer als der Entwickler der Mod. Was irgendwie ganz schön krass ist. Also die Leute haben auf jeden Fall einen gewissen Unterhaltungswert rausgezogen. So, jetzt müssen wir hier aber mal zur Rande kommen. Wir sind jetzt irgendwie. Aber wenn hier mehr Leute wären, ne? Wenn ich noch ein oder zwei andere Leute sehen würde, deren Haut genauso dunkel ist wie von dem Typen vorhin, dann würde ich sagen, französisches Afrika und das ist nur Senegal. Na komm, machen wir es einfach. Man muss auch mal risky sein. Senegal? Was? Reunion? Was ist das denn? Irgendeine Insel? Ach, yo. Alles klar, Geotastic. Ja. Aha, hey, Eisprinzessin. Du bist auch da. Wir reden gerade über den Stream von gestern und ich bin gerade dabei, diese epische Geschichte zu erzählen. Also, stehen geblieben und das wird Eisprinzessin freuen, denn Eisprinzessin weiß, jetzt kommt der interessante Teil. Bin ich, als es meinem Reich noch echt gut ging und ich auch ziemlich mächtig war, und tatsächlich echt gut mithalten konnte, aber dann habe ich dem chinesischen Kaiser den Krieg auf den Thronanspruch erklärt und dann ist mein Typ einfach weggestorben. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich überraschenderweise mehr Zuschauer hatte. Also ich habe den halt den Krieg erklärt. Und ich hatte halt nur noch die Hälfte der Truppen und alle meine Vasallen mochten mich nicht, weil ich der neue Herrscher war und plötzlich im Krieg mit dem fucking Kaiser war. Ja, und dann habe ich meine. Dann ging halt ein ewig langer Bürgerkrieg quasi einfach los. Ich gegen den chinesischen Kaiser. Und ich habe, sagen wir es mal so, in Crusader Kings geht's ja letztendlich im Prinzip um Intrigen. So, klar, man führt auch Krieg und man züchtet seine folgenden Generationen heran, aber vor allem geht es ja irgendwie um Intrigen. Und ich glaube, innerhalb meines RPs habe ich das ziemlich gut durchgesetzt. Oi. Krass auch, wie sich der Stream entwickelt hat. Wir schauen uns so deine Modliste an. Und plötzlich kommt ein Modder. Ja. Ja, wirklich. Das war. Da hat wirklich niemand mitgerechnet, ey. Oh, ich hoffe, dass heute nichts Großes zufällig passiert, Wadisch. Heute will ich einmal schön entspannt haben. Und Samstag geht es dann wieder richtig weiter. Aber heute machen wir mal auch richtig schön entspannt. Also, wie gesagt, es geht bei Crusader Kings ja um Intrigen. Und ich habe es halt irgendwie geschafft. Ja, auf gar keinen Fall, ey. Zumindest nicht heute. Ich habe es halt geschafft, meine Mitspieler und damit halt zwei der drei mächtigsten Fraktionen auf der Karte irgendwie dazu zu bringen, diesen Krieg quasi für mich zu führen. Denn, wie gesagt, so mit meinem ersten und vielleicht auch mit dem zweiten Charakter hätte ich den Krieg wahrscheinlich auch alleine
Na, nicht nur wahrscheinlich. Ich hätte ihn auch alleine führen und gewinnen können. Aber mit dem dritten Charakter, No Chance, da bin ich einfach komplett untergegangen. Und dann habe ich es einfach geschafft, dass die beiden sich einfach komplett aufreiben an diesem chinesischen Krieg und ihr ganzes Geld und ihre Truppen verballern. Gut, die haben mit den Gefangenen und mit dem ganzen Prestige auch schon gut Gewinn gemacht. Aber ich habe es halt einfach irgendwie geschafft, dass die sich da komplett aufreiben an diesem Typen. Einfach nur quasi durch so flüchtige Versprechungen, so vage Andeutungen, dass ich, wenn ich Kaiser bin, dann ja irgendwie Königreiche verteilen könnte und dann könnte ich denen, wenn ich Kaiser bin, ja auch in deren Kriegen richtig helfen. Und das ging einfach so lange, diese Kriege gegen diesen fucking Kaiser. Und am Ende haben wir den Krieg dann tatsächlich gewonnen. Und alle ihr. Und besonders hier. Wie hieß er denn nochmal? Eisprinzessin, hilf mir mal kurz. Dein Mitentwickler, wie hieß er denn nochmal? Irgendwas mit B. Br. Brabro. Bakorius, genau. Bakorius hat sogar im Norden seinen eigenen Krieg verloren. So. Der hatte irgendeinen Bürgerkrieg bei sich laufen oder irgendeinen Angriffskrieg. Und weil seine ganzen Truppen bei mir beschäftigt waren, hat er sogar irgendwie so einen Krieg bei sich verloren. Und dann hatte der danach auch irgendwie immer irgendwelche Kriege. Und ich habe halt immer so mein Prestige genutzt, um Anfragen zu schicken an ihn, dass er wieder helfen kommen soll. Und ich habe ihn quasi folgend damit blockiert, sein eigenes Reich dazu erhalten. Und dann hatten wir es halt am Ende geschafft und ich war Kaiser. Aber die wollten mich natürlich nicht so. Die Chinesen, die hatten alle gar keinen Bock darauf, dass ich Kaiser bin. Und dann gab es danach direkt den ersten Bürgerkrieg so. Also Instant Bürgerkrieg und da ging die ganze Scheiße von vorne los. Und am Ende waren, glaube ich, zwei verschiedene Fraktionen, die Anspruch auf meinen Thron hatten und eine Unabhängigkeitsfraktion und noch zwei andere Fraktionen, die meinen Thron wollten, waren schon quasi in der Mache. Und es war einfach so ein endloser Krieg. So, und ich hatte halt irgendwann überhaupt keine Truppen mehr, weil ich halt einfach dadurch, dass meine guten Charaktere alle weggestorben sind. Ich war halt quasi handlungsunfähig und ich habe mir dann aus Bangladesch noch so einen Verbündeten geholt und da habe ich meinen Verbündeten aus Bangladesch und die beiden Mod-Entwickler einfach diesen Krieg für mich führen lassen und ich sitze die ganze Zeit einfach nur so ohne irgendwelche Truppen so hier und gucke so auf der Karte rum, zoome überall ran, wo die gerade für mich erobern und wo gerade gekämpft wird und ich lache mich einfach nur kaputt die ganze Zeit, wie ich hier einfach sitze. Und da einfach andere diesen mega heftigen Krieg für mich führen lassen. So wie so ein Marionettenspieler im Hintergrund. Ey, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und ich muss sagen, auch durch diesen, nennen wir es mal Schlafentzug, weil ich habe ja am Anfang von dem Stream gestern schon erzählt, dass ich eigentlich schon kaputt war und irgendwie wenig geschlafen habe und eigentlich nur kurz machen sollte. Und ich bin auch irgendwann irgendwie ein bisschen wahnsinnig geworden, glaube ich. Aber das war einfach so krass. Wie die da einfach diesen Krieg für mich führen und ich sitze da einfach und ich weiß halt ganz genau, das wird nie was so. Die versprochene Königreiche wird nie irgendjemand kriegen. So. Der Krieg ist einfach komplett verlorene Sache. Und am Ende, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen froh, als es vorbei war, weil es halt fucking 8 Uhr morgens war. Aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Ach du Scheiße, Kyrillisch. Na super. Irgendwo in Russland oder der Ukraine. Ah, das war einfach heftig. Und vor allem, es war heftig, weil es mein erstes, weil es so lange ging. Es war heftig, weil es so unvorbereitet war, weil es mein erstes Mal Multiplayer war. Aber es war auch heftig, weil. Also ich sag's ganz ehrlich, so das RP, das war schon intens, so. Hab ihr eventuell abgesagt, weil ich mich nicht imstande sehe, heute ein Tutorial zu machen. Hab ihr aber, als ich angefangen habe zu streamen, dachte ich, naja, warum nicht?
Und hab ihr dann doch geschrieben, ob sie vielleicht doch spontan Zeit hat. Mal gucken. Aber wie gesagt, heute ist sie ja ganz auf entspannt. Upsi. Heute machen wir ganz auf entspannt. Hier ein bisschen Geotastic, Marbles on Stream vielleicht. Wir machen vielleicht ein bisschen in Japan weiter. Aber heute ist ganz auf entspannt und heute, egal was passiert, ich mache spätestens um Mitternacht Schluss. Ja, da geht's schon los mit Schmerz. Es ist eine Ausnahmesituation, Badisch. Es ist eine Ausnahmesituation nach gestern. So, morgen und übermorgen streame ich ja nicht und danach starten wir wieder voll rein. Und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, vielleicht starten wir quasi mit 2 Tagen Crusader Kings, aber es wird auf jeden Fall, also ich halt noch an dem Plan fest, genauso viel Crusader Kings zu spielen wie RimWorld. Nur halt die Reihenfolge, mit was wir anfangen, ja gut, sagen wir einfach Russland. Das, ach, 50-50 Chance, verkackt. Nice. Also ich kann mir vorstellen, dass wir dann am Wochenende, also Samstag und Sonntag, noch Crusader Kings machen. Und dann Dienstag und Mittwoch RimWorld und dann immer so weiter. Könnte ich mir gut vorstellen. So halt für den Rest des Monats und nächsten Monat mit der Capture Card müssen wir dann gucken. Oh, Moment. Da war doch gerade eine Fahne. Erzähl mir noch nichts. Da! Ukraine. Lalala. Und ich habe auch noch eine. Okay, Südostasien. Vorhin noch eine spannende Mod gefunden. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Oh, da stand auch was. Badolan, Bajomati. Ist das Asien oder ist das Afrika? Kaal Hikma. Also, wenn es Asien ist, ist es. Doch, das ist Asien. Das ist doch Safe Asien. Ja, und bei der Sprache ist das wahrscheinlich Indonesien. Jo. Ah, jo. Das ist Arabisch. Jo, man muss. Also ich spiele ja jedes Mal entweder GeoGuessr oder Geotastic zum Reinkommen, obwohl ich mir durchaus bewusst darüber bin, dass. Ach du Scheiße. Ach, was ist das denn? Jem? Ist das Jem? Jem oder Oman? Mal gucken. Also obwohl ich mir durchaus darüber bewusst bin, dass ich in meinem Stream eigentlich der Einzige bin, der da richtig Bock drauf hat. So meine Zuschauer, namentlich Wadisch und Lavakeller, sind nicht die größten Fans von diesem Format. Aber ich mag es ganz gerne, einfach als Reinkommer, so um in den Redefluss zu kommen, quasi ein bisschen aufzuwachen, redetechnisch. Ah, keine Angst, wir werden auch heute nicht zu lange spielen. Diese Runde hier noch, also diese Country Streak Runde und danach vielleicht noch eine. Ah, danach gehen wir weiter im Programm. Komme. Kroko. Kroko von Ilo. Maxi, gut. Ja. Bank ABC. Die Flagge eben, ne? So Nahostflaggen. Schwierig. Könnte der Jemen sein? Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Könnte auch Oman sein. Also, wenn es ein Format von mir gibt, wo man wirklich was lernen kann, dann ist es das hier.
Hier, man muss ja auch dem Bildungsauftrag gerecht werden, nicht wahr? Ja gut, mit der ganzen arabischen Sprache, hier werden wir keine besonders guten Tipps finden. Ah, die haben auch immer so ein bisschen Englisch mit drin. Also darum bin ich mir jetzt schon mal relativ sicher, dass es wahrscheinlich nicht der Iran ist. Kann ich mir rein politisch nur sehr schwer vorstellen, dass die irgendwo groß englische Sachen stehen haben. Sudan, ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Mal sehen, guck mal, finden wir die Flagge? Ja, Jemen, Sudan, Jordanien. Am allerschlimmsten sind Flaggen in Afrika, weil da gibt es so viele Fahnen, die fast identisch aussehen. Sudan, wirklich? Ja, weiß nicht, das sieht mir hier relativ ein bisschen zu arabisch alles aus, so von der Staubigkeit her für den Sudan. Nee, und die Leute, die hatten auch gar nicht mal so dunkle Haut. Jordanien vielleicht? Ja, es war der Jordan. Zum Glück gleich nochmal umentschieden zum Schluss. Ja, Sudan, da hätten die Leute auch afrikanischer ausgesehen. Oh, ein Storch! Cool. Cool. Okay, wir sind hier irgendwo im christlichen Bereich. In Osteuropa. Betuno. Ninadowa. Bla bla, das kann Polen sein. Wenn man hier irgendwelche katholischen Geschichten sieht am Wegesrand, ist das auch ein gutes Zeichen für Polen. Komm, Warschau. Ne, Przemyśl. Ruschiskun. Ja, dieses CZ. Das hat schon viel von Polen. Da konnte man ein bisschen was vom Nummernschild sehen. Moment mal. Ist da was? Ja, wir sind auf jeden Fall in der EU. Ein schönes Haus. Oh, hier mit so einem eigenen Gemüsegarten. Klosche. Ja, komm, das ist doch sicher Polen. Yes. Okay. Wir versuchen auf 10 zu kommen. Wir versuchen auf 10 erratene Länder in einer Reihe zu kommen. Haut schon. Ah, das Asien hier so. Lampignons, das hier ist auch wieder Südostasien. Wie so oft. So, jetzt brauchen wir irgendeine Schrift. Estacion. Okay, vielleicht. Jetzt ist halt die Frage, ist es Asien oder Lateinamerika? Denn wenn es wirklich Asien ist und hier Sachen auf Spanisch stehen, dann sind das die Philippinen. Wenn es nicht Asien ist und hier Spanisch steht, haben wir einen ganzen fucking Kontinent, von dem wir uns irgendein Land aussuchen müssen. Gelbe Nummernschilder, gut, keine Ahnung. Ah, Wadisch kann wieder Roulette spielen. Das hat er vermisst. Okay, hier wird Weihnachten gefeiert, alles klar, gut zu wissen. Bam, badam. Okay, wir sind hier halt auch mitten in den Hinterhof gegangen. Ist ja klar, dass wir hier keine guten Schilder finden. Ging es hier zur Straße? Ja, ne? Oh, hier so eine kleine Rolle. San Antonio. Nee, das ist nicht Asien. Das ist hier schon Südamerika. Also Panamerika, Südamerika. Seviwende. Okay, noch 2,5 Minuten. Ja, auch diese bunten Gebäude, das ist alles. Argo del Norte. Gut, also
Wenn man in Lateinamerika ist, will man als allererstes herausfinden, ob hier irgendwo Portugiesisch gesprochen wird, denn dann weiß man, man ist in Brasilien. Ich habe manchmal echt so meine Probleme, da festzustellen, ob etwas Spanisch oder Portugiesisch ist. Pondel. Deporte. Salut. Ja, ist das hier über dem O jetzt einfach irgendwie Schmutz oder wo die Farbe ab ist oder ist das eine Tilde? Wenn da eine Tilde, also dieser geschwungene Streifen drüber ist, dann ist es Portugiesisch. Philippinen oder Venezuela? Na, Philippinen glaub ich nicht, weil Asien haben wir ausgeschlossen eigentlich. Ja, ich meine, es ist geblurrt, aber es ist halt schwer zu sagen, ne? Ja, und Venezuela oder sowas ist halt leicht gesagt, da gibt es schon eine ganze Menge Länder in der Nähe. Paramotos. Nee, ich glaub nicht, dass es Portugiesisch ist. Auf 40 Sekunden. Porqué este blub blub. Leider keine eindeutigen Zeichen. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind sehr tropisch. Also wir sind auf jeden Fall südlich von Mexico City. Wir haben es hier relativ bergig. Vielleicht ist es Kolumbien. Vielleicht ist es Venezuela. Für Ecuador ist es vielleicht sogar schon nicht bergig genug. Ja, da brauchen wir jetzt ein bisschen Glück, damit das passt. Und es ist Kolumbien. Nice, nice, nice. Ah, hier sieht man auch Fahnenprobleme in Südamerika. Ecuador, Kolumbien und Venezuela haben zum Beispiel sehr ähnliche Flaggen. Na gut. Wir haben fünf am Stück geschafft. Wir haben gesehen ein gelbes Nummernschild. Ja, gelbes Nummernschild. Oh, was war das hier? Ach, das ist einfach nur eine grüne Plane. Ich dachte, da hätte mir jemand eine richtig schöne große Flagge aufgehängt. Ist nicht so. Komm, lass mich in die Richtung. Ah, guck mal, da ist auch ein Straßenschild. Steht hier was geschrieben? Das ist. Ist das Hebräisch? Das sieht irgendwie auf den ersten Blick Hebräisch aus. Ich hätte aber gern noch ein zweites Sample. Ja, guck mal, hier ist augenscheinlich Hebräisch, darunter nochmal Arabisch. Das wird Israel sein, würde ich wohl mal schwer behaupten. Hat Israel gelbe Nummernschilder? Wahrscheinlich. Die Hautfarbe der Leute passt auch. Und da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher, das ist Hebräisch. Also sind wir in Israel. Das ist immer schön, wenn man ein Land findet, das das einzige Land ist, das seine Sprache spricht. Das wird auch die israelische Flagge sein. Zack. Und es war Palästina. Okay. Schade, aber man zieht ein Learning raus. In Palästina finden wir auch hebräische Schriftzeichen und die haben gelbe Nummernschilder. Das wissen wir jetzt in Zukunft. Und einmal versuchen wir noch auf die 10 zu kommen. Ein letzter Versuch. Und dann ist Geotastic wieder durch für heute. Kaya Damasius Heuer. Kokoti. Hat sich erstmal Spanisch angehört. Hier steht einfach nochmal dasselbe. Aber Thomas Kokoti, was ist das denn für ein Name? Kokoti. Vielleicht was Afrikanisches. Hier so dieser architektonische Stil wird nach Afrika passen. Oh, Hautfarbencheck. Ja gut, sitzt halt im Schatten. Könnte aber ziemlich dunkel sein, die Haut. Heuer.
Aber wenn das wirklich Spanisch war, ja, wir sind wahrscheinlich in Afrika. Aber wenn das wirklich Spanisch war, wo spricht man in Afrika denn Spanisch? Ich hoffe, es war kein Spanisch. Ich hoffe, ich habe es einfach verpeilt und das ist eigentlich Französisch. Denn dann wären wir in Senegal. Das ist das einzig französisch sprechende Land in Afrika, das bei GeoGuessr und Geotastic, also generell bei Google Street View, vertreten ist. Brandweerbarber. Das klingt holländisch. Das klingt. Ja, das ist halt. Was ist das? Englisch? Hier steht Bushalte. Ist das holländisch? Dann sind wir in Südafrika. Oder ist es tatsächlich so ein afrikanisiertes Deutsch? Dann wären wir vielleicht in Namibia. So, was sagen denn Flora und Fauna? Es ist schon relativ grün für Namibia, würde ich einfach mal behaupten. Oh, ein Schild. Ein Schild. Kann man nicht erkennen. Bushalte. Komm, irgendein großes Schild, wo ich irgendwas Holländisches drauf ausmachen kann. Banco di. Alter, die Karibische Bank? Okay, wir haben es komplett verkackt. Wir sind in der Karibik oder was? In der Karibik? Gut, Karibik muss aber vielleicht nicht zwingend die Inseln heißen, sondern vielleicht auch Estland, das an die Karibik grenzt. Botica, Dr. M. Sommer. Ah, das macht es ja viel schwieriger. Wo spricht man in der Karibik denn bitte Deutsch oder Holländisch? Na gut, vielleicht sind wir. Bank of. Was stand da? Karibe? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. So, was steht hier? Was verkaufst du? Kann man nicht erkennen. Oh, das ist knifflig hier. Das ist knifflig. Knifflig, knifflig. Komm, zack, zack. Westpunt Soto. Knipp. Ich habe gar keine Ahnung. Ich sage einfach Südafrika, auch wenn es falsch ist. Es war Curacao. Okay, Karibik war also tatsächlich der richtige Guess dann. Also wäre es gewesen, wenn ich nicht Südafrika gesagt hätte. Curacao. Gut, Curacao war also, wie es aussieht, mal eine holländische Kolonie. Ah, Sint Michel, Willemstad, Brevengat. Okay. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Learning gewesen. Hier auch Kralendijk. Okay, ja, das ist ganz schön. Da ist Holländisch. Alles klar. Jetzt. So, verlassen wir das mal. Ladybug. Oh, Moment mal. Oh, right. Dip, dip, dip. Es gibt Neuigkeiten. Wadisch. Gerade kam auf Discord die Nachricht, in 30 Minuten kommt meine Bekannte vorbei. Also wir fangen heute tatsächlich doch noch das Crusader Kings Heilige Römische Reich Tutorial an. Und Japan weiterspielen verschieben wir dann auf Samstag und Sonntag. Und Dienstag und Mittwoch gibt es dann wieder RimWorld. Das ist jetzt der Plan. An dem werde ich versuchen, mich zu halten. Und die letzten paar Minuten nutzen wir jetzt noch,
damit ich diese eine interessante Mod noch mal kurz zeigen kann, die ich vorhin entdeckt habe. Einen Moment. Und zwar ist die relativ spannend. Da seht ihr es jetzt, müsstet ihr es jetzt schon sehen. Crusader Universalis heißt die. So, hier, Crusader Universalis. Und das Ziel dieser Mod ist es, so ein bisschen Europa Universalis und Crusader Kings zu verbinden. Das heißt, du hast ein Crusader Kings, das ab 1444 startet. Und es wird, also der Plan ist auf jeden Fall, dass es hier ein komplexes Handelssystem gibt, also das Handeln eine Rolle spielt und Seeschlachten unter anderem. Und hier sieht man's. Amerika. Aber unten in der Mod-Beschreibung steht, dass sie die ganze, dass sie, also das Ziel ist, dass sie die ganze Welt ablichten wollen. Also tatsächlich alle Kontinente. Momentan ist aber, glaube ich, erst Europa spielbar. Und so die meisten Features sind noch nicht vorhanden. Das heißt, wir werden noch lange, lange warten. Also ich würde sagen, frühestens in 3 Monaten oder so spielen wir die Mod mal an. Aber für in, sagen wir, einem Vierteljahr oder so, ist die schon mal vorgemerkt auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch so ein interessant dafür, weil wir ja auch Europa Universalis irgendwann mal anspielen wollen. Und wenn man, wo war's? Ja, hier allein schon dieses Heilige Römische Reich sieht, also. Das ist schon wahrscheinlich seine eigene Herausforderung, da irgendwo drin zu starten. So, und man sieht, die haben auch eine ganze Menge Entwickler dabei. Und ich habe sie auch abonniert und wie gesagt, in 3 Monaten oder so spielen wir da auf jeden Fall mal an. Wollte ich nur jetzt schon mal ankündigen. Hier im Status steht halt, Europa ist zum großen Teil spielbar und Teile von vom Nahen Osten auch schon. Hier so Szenarien haben die auch schon entweder geplant oder sind sogar schon implementiert. Sieht man ja hier, kann man sich dann auswählen. Hier Fall of Konstantinopel, das ist halt hier zum Beispiel eins der Szenarien und wo stand's? Genau, sie wollen Sachen wie Handel und Ökonomie reinbringen und halt Seekriegsführung. Und da bin ich mal gespannt, was daraus irgendwann mal wird. Aber wie gesagt, da warten wir noch eine Weile, bis da mehr spielbar ist. Denn wenn man so eine Mod holt, dann will man natürlich auch Kolonien in Amerika machen. Dazu soll dann da auch schon irgendwas sein. Also darauf werden wir, wie gesagt, noch warten. Wird aber sicher cool. Und ich habe schon wieder verpeilt, den Streamtitel zu ändern. Und jetzt sind alle Leute, die in den Stream gekommen sind, wegen Geotastic, enttäuscht. Beziehungsweise, das habe ich auch gestern gelernt. Wenn ich meinen Streamtitel jetzt ändere, dann wird das nicht im VOD auch geändert. Das heißt, im VOD war zum Beispiel gestern noch der Streamtitel, den ich ganz am Anfang von dem Stream gemacht habe. Das heißt, der Streamtitel vom VOD, da steht weder was von Japan noch von China. Das heißt, was man machen muss, ist den Stream beenden und damit einen neuen Titel neu starten, damit der dann für das neue VOD übernommen wird. Darum werden wir das jetzt machen. Beziehungsweise, nee, wir gehen noch auf Just Chatting, bis meine Bekannte da ist. Und dann starten wir neu rein für das Tutorial. Also jetzt schon mal hier einfach auf Just Chatting ändern. Just Chatting.
So. Und jetzt vertreiben wir uns. Ja, also halt den Stream ausmachen und danach direkt wieder starten, damit halt der Stream für neues VOD, damit ein neues VOD mit dem neuen Titel dann auftaucht. Also ich mache den Stream halt für ein paar Sekunden aus und starte ihn neu. Wenn ihr im Chat bleibt, dann habt ihr irgendwie ein paar Sekunden Schwarzbild und mehr passiert da nicht. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich bei anderen Streamern oft in den VODs sehe, dass sie VODs haben, dass sie irgendwie drei, vier VODs vom selben Tag haben. Jetzt verstehe ich warum. Weil man nur so ein VOD mit einem neuen Titel kriegt. Jetzt müssen wir uns aber noch die Zeit vertreiben, bis meine Bekannte da ist. Und das machen wir mit Marbles on Stream. Marbles on Stream hier. Hier mache ich schon mal unseren offiziellen Marbles on Stream Soundtrack. Wähle ich schon mal aus. Oh, Wadisch hat gewonnen. Siehst du, Wadisch? Einfach nur nicht immer gleich alles setzen. Dann klappt das auch mit dem Gewinn. Oh, holy moly, mein Hals. Und ich muss sagen, also wenn meine Bekannte jetzt nicht doch spontan noch zugesagt hätte für das Tutorial, hätte ich heute auf jeden Fall Japan weitergespielt. Weil das, da habe ich schon Bock drauf. Ich bin echt angefixt, was den Japan Run angeht. Und wie gesagt, am Samstag machen wir da direkt weiter mit einer schönen langen Session. Okay, wie ging das nochmal? Race. Immer random. Rusty Remnant. Ja, warum nicht, ne? Und vielleicht mal gucken, wie lange wir für den Japan Run brauchen. Vielleicht starten wir danach auch direkt einen China Run, damit ich das, was ich letztes Mal machen wollte, halt nochmal machen kann, nur diesmal halt richtig. Genau, Wadisch macht's schon. Ausrufezeichen Play. So. Und Start. Starten wir direkt mal rein. Oh, Eisprinzessin hat es noch rechtzeitig reingeschafft. Sehr gut. Oh, ich habe den Song nicht angemacht. Moment. Hier. So. Marbles on Stream. Und man sieht, ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man es einstellt, dass man auch während des Runs schon sieht, wer wer ist. Wir gucken gleich nochmal in die Einstellungen. Vor allem, damit man sieht, dass ich nicht zu dumm bin, sondern dass es wirklich sehr undurchsichtig ist. Oh, ich führe. Eisprinzessin führt. Und der Wadisch, ey. Immer dasselbe. Ah! Ist er rausgefallen? Ah, Wadisch! Da hat er zu viel gewollt. Rausgeflogen. Wah, wah, wah. Nix Scam. Du warst einfach zu gierig. Wie gewisse Leute, die den chinesischen Thron haben wollen. Alter, das sieht ja fast aus wie diese Plasmakugeln, wo man die Hände drauflegen kann und dann tauchen überall die Blitze da drin auf. So eine hatte ich mal. Die war aber schon kaputt, als ich sie gekauft habe und hat dann leider nicht lange funktioniert. Wo ist denn hier der Ausgang? Wo geht's denn hier raus? Da unten oder was? Ja. Oh, durchgefallen.
weil die Eisprinzessin führt. Gib Gas! Ja, nur die Chancen sind ein bisschen höher als beim Lotto. Führung übernommen. Nein, Kopf an Kopf rennen. Ah, der Wallisch. Er ist einfach parteiisch. Mixer. Überholt. Ah, hier, die schnelle Strecke genommen. Sehr gut. Ja, ist sie überhaupt die schnellere? Nee, ist sie gar nicht. Sah nur so aus. Den Booster! Nimm den Booster! Nein! Oh, einfach wieder zurück an den Start geschleudert oder was? Ah. Da ist der Song zu Ende. Ah, da komme ich. Da komme ich. Komm, Kugel, das schaffst du noch. Hier jetzt einfach schnell durch. Ja, ja, nee. Oh, nee. Nee, das war nix. Verloren. Naja, wenigstens hat der Wadisch nicht gewonnen. Gut. So nämlich easy. Ah, die Leute da. Nächste Runde. Random. Enemy at the gates. Das klingt doch nach was Spannendem. Oh ja, das ist ja... Wow. Die krasse Animation. Sowas hatten wir ja noch gar nicht. Ausrufezeichen. Play. Hier so Gargoyles. Und Start. Oh, der Song. Ich vergesse es einfach immer wieder. So. Die unheimliche Gruselmap. Oh, das sieht aus, als würde man hier gleich... Oh, Alter. Was ist das denn für eine krasse Map hier? Mit krassen Sounds und allem, sowas hatten wir ja noch gar nicht. Hier passieren ja richtig Sachen. Das Hindernis, so eins haben wir auch noch nicht gesehen. Und wer ist da rausgeflogen? Wer war's? Oh, was? Scheiße. Unangenehm. Gut, dann heißt es jetzt Wadisch oder Eisprinzessin. Da wird einem ja richtig schwindelig, ey. Er lacht da. Oh, bitte lass das dem Wadisch gewesen sein. Haha! Aha! Karma. Karma strikes. Ja gut, Eisprinzessin, jetzt aber auch ein Ziel kommen. Ja, ich sehe hier nicht viel, wo die Eisprinzessin noch rausfliegen könnte. Echt. Eisprinzessin hat sich hier reingemoddet. Reingehackt. Ah! Doch noch raus. Okay, unentschieden wohl. Kein Gewinner. Tja, schade. Schade. Alright. Ausrufezeichen Play.
Oh, ey, hier ist wirklich Borderlands-mäßiger Style hier. Kennen wir die Map schon? Ich bin mir gar nicht sicher. And go. Oh. Was passieren hier für verrückte Sachen? Oh, die Eisprinzessin, da ist sie. Da komme ich. Und da kommt der Wadisch. Oh, der Wadisch, der rollt aber schnell durch. Oh, der Wadisch, der verfolgt mich. Stalker-Mummel. Ey, da hat er mich überholt, oder was? Nee, nee. Erster bin ich. Erster bin ich. So muss das nämlich sein. Oh, letzter. Ey, ey, ey. Rollen durch die Spirale durch in den Trichter rein. Nur einer kann Erster sein. Doch wer wird es wohl? Oh, oh, knapp. Kopf an Kopf. Wer fällt als Erster runter? Oh, das ist ja hier eine spannende Geschichte. Okay, irgendjemand wurde hier rausgeschmissen. Oh, alle sogar. Zumindest zwei. Also sehr konfus, was hier passiert. Oh, das müsste die Prinzessin sein. Und da fliegt sie raus. Der Wadisch ist auch schon draußen, wie es aussah. Oh, nur noch ich. Nur noch ich. Da bin ich. So, nämlich. Ganz langsam und ruhig. Die Letzten werden die Ersten sein. Tja, so ist das mit dem Glücksspiel. Das sollten Sie doch eigentlich ja wissen, Herr Wadisch. Also jetzt so langsam? Ja, nur nicht zu schnell, nur nicht rausfliegen. Oh, roll, roll. Oh, Scheiße! Oh, was? Wer baut denn noch diesen Booster da so hin? Das ist ja eine Unverschämtheit, ey. Skandal. Skandal, sage ich nur. Okay, wir sind schon wieder ready. In den Chat. Ausrufezeichen Play. Auch du, anonymer vierter Zuschauer. Auch du hast jetzt noch 10 Sekunden, um Ausrufezeichen Play in den Chat zu schreiben. Oh. So. Eine verregnete Regenmap. Oh, wir sind doch zu viert.
Lavakeller ist da. Ah ja, aus dem Nichts kommt er. Taucht er auf. Oh, hier steht ja richtig das Wasser drin. Also, so anonym war der vierte Zuschauer gar nicht. Es war der Professor. Von dem Professor weiß er ja, dass er ein Liebhaber meiner BODs ist. Und, Herr Professor, da habe ich Ihnen von gestern ja ganz schön was zum Gucken hinterlassen. Oh, der Wadisch ist schon wieder tot. Ah ja, der Lavakeller ist nur kurz da. Also ich sag's mal so, das VOD, es lohnt sich schon, weil ab einem gewissen Punkt war es einfach kompletter Wahnsinn. Kompletter Mayhem. Ja, Project Zomboid will er natürlich nicht verpassen. Mal gucken, wann wir vielleicht irgendwann mal mit Project Zomboid anfangen. Vielleicht ist das auch was für den Bonusfreitag, den es ab nächsten Monat gibt. Mal gucken. Alter, das ist ja... Oh, die haben ja aber viel mit dem Wind gemacht in der Map. Also die Leute scheinen hier schon richtig coole Tools an die Hand zu kriegen, um ihre Maps zu bauen. Muss man schon sagen. Auch an dieser Gruselmap vorhin, was da alles abging. Scheint schon ein cooler Baukasten zu sein. Und ach so, die Eisprinzessin ist die einzige, die noch lebt sogar. Na gut, dann ist das jetzt ja nicht so spannend. Wer könnte hier jetzt wohl gewinnen? Prinzessin. Nee, kein Zufall. Ach, guck mal, Matteo fängt jetzt auch mit Project Zomboid an. Ja, und Nils und Simon auch, habe ich gesehen. Also für Freunde von Project Zomboid gibt es momentan eine Menge zu gucken. Ja, Eisprinzessin hat da auf jeden Fall recht. Es ist ein absolutes Skillspiel. So, man muss es halt einfach können. So. Auch du, Zuschauer Nummer 5. Wir sehen, dass du da bist. Ausrufezeichen Play in den Chat. Und dann kannst du teilnehmen an der nächsten Runde. Ach, Ledopeller ist es natürlich. Alles klar. Gut. Dann eine Ledopeller-inklusive Runde. Und go. Ledopeller hat, glaube ich, noch nie gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Boah, ja, jetzt geht's ja... Oh, da ist einer rausgeflogen. Wer war's? Lavakeller. Der Prof ist also nicht mehr anwesend. Wer kommt da? Achso, da ganz hinten kommt erstmal ich. Während die anderen schon außer Sichtweite sind. Nicht schubsen, ich hab Joghurt im Rookie. Tja, der kleine Ledopeller. Da muss man doch... Oh ja, wer kommt da hinterher geschossen? Aber, nee, Ledopeller wurde überholt. Ich glaube, die Karte haben wir tatsächlich schon mal gesehen. Wo es hier ewig lange nur so geradeaus geht. Oh, erst Prinzessin, dann der Ledo. Badisch, was ist los? Hast du einen Platten? Oh. Karma. Genau in dem Moment. Hm.
Und da bin ich verreckt. Ärgerlich. Alido Pella ist erster. Oh, wurde aber ausgebremst. Ah, hier ist schön. Oh, oh, da ist die Prinzessin, ist aber ein bisschen besser durchgekommen. Oh, spannend. Lido. Lido hat's gemacht. Hui. Da freut er sich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt gucken wir nochmal in die Settings. Und man sieht, das sind alle Settings, die es gibt. Also, es gibt halt einfach keine Einstellungen, wie man sehen kann, wer alles dabei ist, während das Rennen schon läuft. Obwohl ich das bei anderen Streamern halt schon gesehen habe. Aber vielleicht gibt es einen Shortcut fürs Ein- und Ausblenden, ne? Da haben wir noch nie geguckt. Speed Boost? Toggle Marble Names. Left Alt. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Vielleicht ist es das. Jo. Toggle Cursor. Pause Menu. Ah. Alter, wie viele. Das ist ja einfach verrückt. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Ach ja, stimmt, das könnte ich natürlich theoretisch. Aber das ist ja anstrengend und aufwendig. Oh, der Prof geht. Viel Spaß mit Project Zomboid Lava Keller. Ich hoffe, wird spannend. Ja, das wird ja vermutlich immer. Random. 4 Fights, die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob links alt tatsächlich dafür sorgt, dass man die Namen auch nach dem Start noch sehen kann. Und jetzt an alle Leute im Chat, Ausrufezeichen Play. Dann könnt ihr dabei sein. Badisch ist dabei, Eisprinzessin ist dabei, Lido Pella ist nochmal dabei. Oi, Eisprinzessin hat eben 940 Streicheleinheiten gewonnen. Na los, Zuschauer, ihr könnt noch alle dabei sein. Ausrufezeichen Play in den Chat. Ihr habt noch 10 Sekunden. Ach, guck mal, ja, es funktioniert mit links alt. Alles klar. Oh. Richtig abgesteppt. Oh, Lido Pella. Ja, Lido Pella, Glücksspiel ist halt nur für Erwachsene. Also darum. Guck mal, da bin ich. Ich bin jetzt schon irgendwie direkt hier unterwegs oder was? Oh. Erster. Oh ne, da kommt der Lido Pella. Ah. Zu spät, Zira. Zu spät. Zira ist übrigens die Person, auf die wir gewartet haben. Die Person, die heute ihr personalisiertes Crusader Kings 3 Tutorial erhält, und da fliege ich ins Nichts. Als einziger, selbstverständlich. Ja, wo ist die Prinzessin? Ah, die lässt sich ein bisschen Zeit. Ja, klar, ich fange doch nicht ohne dich an. Bei deinem eigenen Tutorial. Oh, ich fange schon mal an zu erzählen. Den Rest kann sie sich dann ja im VOD angucken. Bestes Tutorial. Ja. Der Vardish, der Lido Pella. Ob die Prinzessin hier das noch aufholen kann? Ich habe meine Zweifel daran. Das wäre ja einfach ein zu heftiger Twist. Wir gehen mit in den Tunnel. Oh, what? What? Alter, wie ist das jetzt? Wünschte ich mir, ich hätte da hingeguckt, um das mitzuerleben.
Einfach vorbeigeschossen und eine richtige Actionkamera hier. Das ist ja wie diese schäbigen 3D-animierten Hot Wheels-Filme, die ich als Kind manchmal auf Super RTL gesehen habe. Oh, Alter, richtig hochgeschossen worden. Und einfach geskippt. Was war das denn für ein Hack? Ja, Eisprinzessin macht hier einfach einen Speedrun oder was? Lol. Start im Heiligen Römischen Reich, weil das. Ich finde, das bietet sich so am besten an für ein Tutorial, weil da sieht man halt alle möglichen Basics. Man lernt direkt, also man muss direkt quasi lernen, was es mit der Jure und so weiter auf sich hat. Aber HRR ist, glaube ich, so der most basic und damit für ein Tutorial am einfachsten oder am besten als Startposition. Okay, eine Runde machen wir noch. Ja, also, das war tatsächlich Skill. Kann ich nicht anders sagen. Wie du da irgendwie dich hochschießen hast lassen, das war schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Das habe ich so noch nicht gesehen. So, Zira? Nice. Boah, wir sind so viele. Gucken wir mal. Start. So, da sind wir alle. Lido Pella ist auch wieder am Start. Das finale Rennen. Und. Oh, Moment, die Musik wieder. Moment. Die Musik ist absolut unerlässlich. So. Die rollen alle in das blaue Loch hinein. Nur einer kann gewinnen. Nur einer kann es sein. Wer geht als Erster hinein? Oh, Zira mächtig am Führen? Ah, meine Herren. Mal gucken, welchen Cheat Eisprinzessin jetzt wieder auspackt, um die Hälfte der Strecke zu skippen. Boah, hier richtig den Boost drin. I am Speed. Erzira hat den Button fürs Nitro gefunden, wie es aussieht. Das kommt davon, wenn jemand zu viele Autorennspiele spielt die ganze Zeit. Uiuiui. Aber es ist auf jeden Fall noch keiner rausgeflogen. Immerhin das. Nabadisch, was ist denn da hinten los? Kommst du auch mal in den Trichter? Wir trichtern hier alle schon schön. Oh, der Wadisch. Azira ist schon wieder durch, oder was? Sieht so aus. Lido Pella auch. Oh, hier ist wieder Action Cam angesagt. Da ist der Lido Pella. Wadisch. Und die Prinzessin kommt. Oh, und wir haben den Zieleinlauf verpasst. Zira beim ersten Mal dabei direkt den ersten Platz geholt. Eidiwei. See final results. Aha, guck mal, 3 Punkte Vorsprung. Und hier, eieiei, 16 Sekunden vor der Eisprinzessin. Das war eine nice Runde.
Funktioniert das so, Lido Pella? Oh, der Wartisch kriegt einen Rappel. Nur Vierter geworden. Am Ende des Streams machen wir vielleicht noch eine Runde. Das ist immer sehr lustig. So. Und jetzt sind wir soweit. Ich hoffe, dass ich nach gestern, beziehungsweise nach dem wenigen Schlaf, noch genug Hirnkapazität über habe, um das Tutorial möglichst verständlich rüberzubringen. Da da. Oh, guck mal. Nedopella hat nochmal schön 100 Streicheleinheiten zum Abschied bekommen. Da freut er sich. Na, Zira, gib mal in den Chat ein. Ausrufezeichen Points müsste das sein. In der Zwischenzeit gehen wir hier nochmal. Ja, den DLC lassen wir an. Müdes Tutorial, bestes Tutorial. Ah ja, Eisprinzessin hat ihre ganze Kohle verloren. Na gut, Zira hat immerhin 20 Streicheleinheiten. Aber warte, ich mach mal. Give Points, weiß ich nicht. 200. So, funktioniert das so? Was? Extra String? Ja, nee, hat nicht funktioniert. Du hast jetzt immer noch nur 20 Punkte. Ja, ich bin zu dumm für meine eigenen Chatbefehle. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Weil wir im Heiligen Römischen Reich starten, können wir, also die sowieso nicht, können wir die Asia-Erweiterung heute nicht nutzen. Die machen wir dann Samstag wieder rein, wenn es auf Japan weitergeht. Was wir für das Tutorial aber anmachen, ist, dass Ablässe automatisch verkauft werden, beziehungsweise angenommen werden. Das Community Flavor Pack. Ja. Den Fullscreen Barbershop. Historical Figure, damit uns angezeigt wird, welche Figuren echte historische Figuren sind. Das Red Roman Empire. Jo. Nee, hat beim Wallisch auch nicht funktioniert. Und gut, das haben wir jetzt eingestellt. Und jetzt, wie ich es ja eben schon gesagt habe, ich mache den Stream jetzt für ein paar Sekunden aus, ändere den Streamtitel und mache ihn wieder an. Und ihr habt jetzt ein paar Sekunden Schwarzbild, aber darüber hinaus solltet ihr jetzt nichts verpassen. Oh. Also bis in ein paar Sekunden. Ja, anscheinend doch. Also, bis gleich.